Ja, hallo zusammen. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr Bluetooth-Kopfhörer mit eurem Samsung-Fernseher verbindet. Hier haben wir eine Variante von Sony, den MDR-1000X Over-Ear-Kopfhörer als Beispiel. Ja, der Samsung-Fernseher hier an der Stelle ist The Frame in 55 Zoll. Jetzt braucht natürlich zwei Dinge. Ihr braucht eure Kopfhörer im Pairing-Modus. Das funktioniert unterschiedlich, natürlich je vorhandene Modell. Hier bei dem Sony ist es so, dass er dadurch in den Pairing-Modus reingeht, indem ich die Power-Taste 7 Sekunden gedrückt lasse. So, und dann müssen wir bei dem Fernseher in die Einstellung gehen. Hier haben wir natürlich so ein Schnellmenü, das brauchen wir hier nicht. Wir gehen mal auf alle Einstellungen, auf Verbindungen, auf Bluetooth-Geräte. Und dann geht er direkt rein in die Suche und schaut direkt, ob er ein Gerät findet. Jawohl, da ist er. Und das ist der MDR-1000X-Kopplung. Wollen wir verbinden und sagen, jawohl. Bitte verbinde und schon ist er dann an der Stelle auch verbunden. Und ihr seht jetzt links auch, dass wir hier die Bestätigung haben, visuell auch. Und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt darstellt. In den Einstellungen, in der Tonausgabe haben wir jetzt auch direkt stehen, ihn als Option, TV-Lautsprecher, der mit HDMI angeschlossene Receiver. Der Bluetooth-Lautsprecher. Ja, und damit haben wir jetzt alle Möglichkeiten, die das System hergibt. Also ganz einfach an der Stelle nur den Menüeintrag finden, scannen, koppeln und genießen.